Und schon wieder heißt es Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite zum Trading Guide für den DAX, Dow, Gold und Bitcoin am Mittwoch, den 3. April 2023. So, wird langsam irgendwie ein bisschen zu häufig, ne? So minimal ja doch. Also wahrscheinlich kommt dann demnächst die Landesmedienanstalt auf mich zu und sagt, ich brauche eine Sendelizenz, weil das halt hier langsam Dimensionen annimmt wie beim Fernsehsender, wenn ich so oft live gehe und hier über den Äther funke, um euch halt hier mit meinen Marktideen zu bespaßen. Wobei, Spaß ist es ja nicht, es geht ja auch um was, es soll ja auch was dabei rauskommen bzw. funktionieren. Und aber dennoch, so ganz langweilig muss es ja dann halt eben auch nicht sein. So, wie immer freue ich mich über alle, die hier dann am Abend eben auch schon live mit dabei sind und wie immer ihre Kommentare, ihre Feedbacks hier dazu beisteuern, damit ich da halt auch möglichst drauf eingehen kann. Also an der Stelle natürlich auch der Hinweis, wo ich halt sage, bitte nicht böse sein, wenn ich da irgendwas übersehe. Ich versuche wirklich immer alles zu lesen, aber ich bin hier dann teilweise so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen überfordert, aber so überflutet mit Dingen, mit Eindrücken, und das ist nicht immer so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Deswegen da bitte nie böse sein, wenn ich dann halt irgendwas dann halt mal nicht sehe und nicht beantworten kann. Und das ist auf jeden Fall, ja, es ist keine Absicht, sondern geht dann halt einfach oft unter. So, jetzt suche ich hier wieder so einen Knopf. Das ist so eins von den Dingen, die mich hier immer wieder dann permanent fordern, damit es halt hier dann flüssig läuft, nämlich eben nebenbei hat hier auch noch die ganze Technik da halt irgendwie am Laufen zu halten. Gut, aber ich habe mir auch vorgenommen, irgendwie das Versuchen irgendwie in Zukunft ein bisschen kürzer hinzukriegen. Also zumindest mal, was die Märkte angeht, und das nicht zu sehr in die Länge zu ziehen. Und dann so Sachen, die dann halt zum Beispiel strategischer Natur sind, was den Handel angeht oder halt eben Handelsansatz, Umsetzung, und dass ich das dann halt eher nach hinten packe. Und aber vielleicht auch nicht ganz so oft, wie das in letzter Zeit der Fall gewesen ist. Gestern habe ich oder vorgestern mich ein bisschen über die Korrelation ausgelassen. Das sind dann halt wirklich immer so Themen, die halt sich gerne mal in die Länge ziehen. Also jetzt erstmal kurz und knackig zum Markt und was ich da gesagt habe und was eben draus geworden ist. So, mit dem DAX fange ich mal an. Da habe ich ja nicht so wahnsinnig viel dazu gesagt, ne, weil der eben ja auch noch nicht auf hatte. Gestern Abend, also beziehungsweise am Montagabend, als ich den Dienstag besprochen habe, da gab es halt noch nichts. Und da habe ich halt nur gemeint, ne, es könnte natürlich sein, wenn der da halt irgendwie ansetzt, wo er angesetzt hat. Und wenn sich das hier dann irgendwie halt zur Flagge dann halt irgendwie so rauskristallisiert, dass der halt eben auch mal nach unten irgendwie das auflösen dürfte. So, das hat er jetzt natürlich so nicht ganz gemacht, ne? Ist hier so ein bisschen nach oben geschlittert, hat dann irgendwann dann schon nach unten reagiert, aber gut, mehr jetzt halt auch nicht. Ne? Von daher kann ich da auch jetzt nicht viel dazu sagen, nach dem Motto, hat gestimmt oder hat nicht gestimmt. Was ich hier natürlich sehe, das ist aber dann schon vom Vortag, ist, dass hier unten Supports zu erwarten sind. Ne? Also falls er dann mal runterkommen sollte bei der 18.301, beziehungsweise hier bei der grünen, das war natürlich dann halt die beste im Programm, die 262 oder schlimmstenfalls halt eben noch ein Stück tiefer. Ne? Aber trotzdem, schreibe ich mir hier nicht auf die Fahnen, war nicht genau genug angesagt. Trotzdem, glaube ich, kann man aber gelten lassen, dass halt eben das, was hier in grün markiert wurde, dass das halt durchaus hier seinen Job gemacht hat und den Kurs da aufgehalten hat. Okay. Und zum Dow, da war ja das Live-Trading dann eben am Nachmittag. Ich glaube, das war aber insgesamt ganz okay. So der erste Long ging daneben. Also Long fand ich halt deswegen halt interessant, wegen dem SMA 20 im Daily, weil er eben hier auch in die Supports reinläuft. Und der zweite hat es dann halt eben doppelt und dreifach wieder rausgerissen. Ne? Also relativ tief gegriffen. Ich glaube, der erste waren 30 Punkte minus und der zweite müsste so irgendwie an die... Boah, korrigiert mich, aber wie viel waren das nochmal? Ich muss raten, irgendwie 80, 90 Punkte plus oder so. Ne? Und von daher, das ist soweit okay gewesen. Auch okay finde ich die Vermutung, dass der nämlich eben hier möglicherweise einfach nur auf der Stelle tritt und da gar nichts mehr großartig kommt. Das hat sich tatsächlich bewahrheitet, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hätte das irgendwie in die Länge gezogen nach dem Motto, ja, der muss aber noch irgendwie da rauf, ne, weil ich ja gesagt habe, die 277, die werden wir schon nochmal kriegen, jetzt, ne, musste nicht unbedingt gestern, aber wenn man darauf gebaut hat, dann sind wir jetzt mit der 185, 39, 185 fast genau dort, wo ich den Long um 16 Uhr aufgelöst habe.
Also, das ist halt eben echt wieder so ein Beispiel, wo ich halt sagen muss, ey, ja, okay, Gott sei Dank, ne? Habe ich dann wenigstens das Timing ganz gut hinbekommen und habe da nicht ewig dran rumgekaspert, sondern habe das Ding rausgeworfen und gut ist, ne? Und das war dann auf jeden Fall dann wieder so ein Beispiel, so dass es halt eben echt oft Sinn macht, irgendwie kurz und knackig mitzunehmen. Das hat also soweit gepasst. Hier unten, wo ich halt meinte, wenn er irgendwie runterkommt, da unten als Widerstand oder rauf, da oben, da unten als Support, oben als Widerstand, ist schlichtweg noch nicht gekommen. Von daher soweit erstmal alles fein. So, dann Gold. Habe ich zu Gold was gesagt? Außer, dass es irgendwie weiter steigen sollte? Ich glaube nicht, ne? Aber tut es ja, wie man sieht, sehr nice. Ne? Drückt sich halt so nach oben hier mit dem kleinen Gap im Nacken. Passt. Ne? Aber generell ist das ja auch, wie immer halt, geht es ja da wirklich um Swing. Und lustig, richtig gut finde ich halt einfach immer noch das Ding hier vom Wochenende, wo der halt einfach unter Freitag angesetzt hat, was ich in der Facebook-Gruppe gepostet habe. Liegt natürlich jetzt hier fett vorne, ne, durch die falsche Kursstellung, irgendwo rein bei der 2185 etwa. War das dann halt und ja, freue ich mich natürlich. Ne? Das ist halt einfach mal geschenktes Geld. Haltet euch mit den Kommentaren nicht zurück, haut ruhig rein. Auch wenn ihr irgendwie vielleicht dann nicht versteht, wovon ich gerade rede, dann spule ich da gerne nochmal zurück und setze dann nochmal an. Ne? Das war ja ein separater Trade übers Wochenende wegen der falschen Kursstellung, den ich in der Facebook-Gruppe beschrieben habe. Und das war halt so eine risikoarme Nummer, auf die beziehe ich mich nämlich hier gerade. Und jetzt kommt der Bitcoin. So, eigentlich ja mein Freund, aber mit der Bewegung macht er mir natürlich jetzt Schmerzen. Ne? Das ist halt klar, weil ich habe ja auch gesagt, so diese 68.000 von oben, ne? Das ist so das, wo ich ja die ganze Zeit hin wollte. Das war ja die Bewegung, die wir dann halt hier gehabt haben. Ne? Und dann halt eben. Darf der gerne oben rausziehen? Er darf. Und nochmal irgendwie runter? Eigentlich nicht. Ne? Das ist irgendwie eigentlich nicht gut für Long. Also von daher, gut, da habe ich jetzt nicht wirklich eine Einschätzung für den Tagesverlauf abgegeben, aber das ist so eine Sache, die gefällt mir natürlich nicht. Zumal ich ja halt eben auch bei der 67, da hat dann jetzt meine Limit gegriffen. Und das heißt, da mit der hänge ich dann jetzt erstmal halt hinten. Und von daher muss ich mir jetzt mal angucken, was das wird. Also mit dem bin ich natürlich nicht glücklich. Aber okay, das machen wir dann gleich eben dann auch in der Vorschau für morgen. So, und bevor es dazu kommt, ne, wie immer, liked das Video natürlich, wenn euch das gefällt. Sorry, kurzer Gedankenaussetzer. Liked das Video und abonniert den Kanal. Erzählt es gerne weiter. Und Leute, ihr seid so still. Schreibt doch mal was hier rein oder ist hier irgendwas kaputt bei Facebook und ich sehe es nur einfach nicht. Da kommt bis jetzt nämlich noch kein oder fast keins. Ne? Der Abraham schreibt. Und der Dieter, und das war's dann schon. Das ist aber wenig. Aber gut, vielleicht hat auch der eine oder andere gar nicht damit gerechnet, dass ich da heute nochmal irgendwie live bin. Aber klar, ne? Nur weil Live-Trading dazwischen gewesen ist, heißt das ja nicht, dass der Markt morgen stehen bleibt, bis ich dann halt wieder Lust habe, ne? Oder bis wir diese Woche die NFPs haben. So, also wie gesagt, like das Video, abonniert den Kanal, erzählt es weiter. Und wir machen dann jetzt nämlich auch weiter. Das ist das Stichwort weiter mit dem, wie es weitergeht. Nämlich am Mittwoch erstmal. So, wir gucken mal ganz kurz auf den Wirtschaftskalender, beziehungsweise ich gucke hier mal am Rande drauf, ob da irgendwas ansteht, was irgendwie drei Sterne hat. Also international natürlich, wir haben Verbraucherpreisindex Deutschland um 14 Uhr. Das ist natürlich die Frage, wie fern das halt hier reinhaut. Ein bisschen zucken dürfte es natürlich da halt schon, auch wenn es nur irgendwie Deutschland ist. Aber das dürfte natürlich im DAX schon so, könnte ein bisschen Bewegung halt auslösen. So, und dann haben wir morgen einfach nur so ein paar Stellenangebote von den Jolts, aber halt Jolts, wie spricht man das? Jolts? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Und ansonsten irgendwie so ein bisschen FOMC-Gequatsche. Also nichts irgendwie, was Entscheidungen ansteht, keine nennenswerten News ansonsten. Das heißt, können wir wahrscheinlich dann erstmal soweit ausblenden, die Sache mit den Wirtschaftsdaten. Gut, der Rainer schreibt auch. Leute, wo ist die Kritik? Ich warte drauf. Wo sind die Vorschläge? Wo sind eure Einschätzungen? Das ist ein bisschen dünn heute. So, aber okay, fangen wir mal an mit dem DAX. Also, der setzt hier jetzt erstmal da auf, ne? An den vergessenen Levels. Wobei das ja noch längst nicht alle sind, die er halt da vergessen hat. Aber immerhin geht es mal los, ne? Also, hier sieht man, das ist halt echt zu witzig halt immer wieder, ne? Wo ich ja letztens darauf hinwies, wenn so ein Markt eben gekauft wird, hier an so einem Widerstand. Muss, der kommt der Rücksetzer, der wird nicht einfach ausgelassen. Und den haben wir jetzt dann halt hier. Ne? Natürlich dann mit ein bisschen Übertreibung dreht er hier auf der 18.262
und weiß ich aber dort jetzt erstmal zu fangen. So, das heißt dann auch, ne, sollte jetzt einfach eigentlich nicht ohne weiteres so da unten wegklatschen. Dann gucken wir mal, wo am Daily rausgekommen ist, ob wir da auch was sehen. Ja, also setzt hier dann auch mal irgendwie das Framing nochmal einschalten. Setzt also hier, sieht man jetzt natürlich ganz nett, da unten auf, wo eigentlich die Extension vom Long Framing wäre. Das heißt, er baut uns jetzt hier ein rotes Framing. So, was das im DAX heißt, wissen wir aus der Vergangenheit nichts. Das ist halt leider das Problem. Außer, ne, wir stellen uns irgendwie hier und sagen, na, hier hat es ja auch korrigiert. Ne? Ja, also das heißt, wenn das Framing umdreht, ist das immer ein erstes Anzeichen dafür, dass es halt mal korrigieren könnte. Und das hat eben der Squeeze. Nichts anderes ist das nämlich hier im Daily, dass der halt eben auch mal zurücklaufen könnte. Und zwar dahin, wo er angefangen hat. Dahin, wo er angefangen hat, wäre dann tatsächlich hier unten der Bereich um die 17.000. Ne? Da sehen es natürlich 1.300 Punkte. Die stelle ich aber nicht so ohne weiteres in Aussicht. Da muss ich das schon noch so ein bisschen deutlicher halt hier dann auch darstellen, dass ich sage, okay, wir klatschen jetzt darunter. Sehe ich noch nicht. Ja? Also ich sehe, wir drehen das Framing um. Ich sehe, wir haben Gegenwehr und keine Lust mehr auf der Oberseite. Okay, ne? So, dagegen spricht aber dann halt der Weekly, wie wir hier jetzt halt schon wieder sehen, der nämlich einfach nur mal knapp an der Vorwoche bei der Öffnung angesetzt hat. Mehr ist nicht passiert, ne? Mehr muss auch gar nicht passieren. So, von daher hatte ich das extrem schwierig, hier jetzt einfach mal Short auszurufen. Sage halt, ne, guck darauf hin, auf den Weekly, da stehen wir nämlich gerade. Das ist das, wo der jetzt irgendwie gerade Lust hat zu reagieren und nämlich eben nicht mehr weiter runterzulaufen. Im Weekly wohlgemerkt. Trotzdem können wir natürlich dann halt eben in anderen Timeframes ein bisschen was auf den Deckel kriegen. Und das heißt jetzt aber hier, wir haben ein höheres Hoch und wir haben ein tieferes Tief. Wir haben eigentlich gerechnet auf diesen vorletzten Tag haben wir hier eigentlich relativ klar ein bärisches Engulfing dann halt nach unten. Ne? Das sollte eigentlich schon so ein bisschen was nach sich ziehen. Was jetzt natürlich dann hier auch kommt, ist eben der liebe SMA20 von unten, den wir jetzt so ein bisschen gedanklich nach oben erweitern müssen. Das heißt, der Markt könnte durchaus, ja, hier vielleicht mit einem kleinen Rücklauf, wenn er das macht, wäre natürlich klasse. Also ein Rücklauf hier an die Bruchstelle. Das heißt also minimal irgendwie rauflaufen und dann halt eben sich hier runter bewegen auf die 18.100 etwa wären das. Zumindest mal. Und wesentlich schicker wäre natürlich ganz klar, wenn wir halt hier in das Ding halt mal reinlaufen. Also, wo hier diese Widerstände waren, wo halt die dann gekauft wurden. Und wenn er das mal abholt, das wären dann halt die 17.990, 960, so um den Dreh rum. Das dürfte der schon gerne mal machen. Ne? Aber man muss ja wirklich immer aufpassen beim DAX. Am besten sagt man da irgendwie gar nichts, was Short ist. Aber geht ja natürlich auch nicht. Ne? Es kann ja nicht ewig so weiterlaufen. Nur weil es das irgendwie gerade macht, muss das ja nicht irgendwie die ganze Zeit so sein. So, das heißt also ein Rücklauf an den Bruch, was war das jetzt eigentlich hier? Bei dem Bruch habe ich jetzt gar nicht geguckt, wo wir da liegen würden. Etwa bei der 18.005, Quatsch, was ist hier? Moment, das sind die 18.377, 370, so um den Dreh rum. So, gucken wir mal hier, wie das im H1 aussieht. Eigentlich doch ganz vernünftig, ne? Das heißt nämlich auch hier, das, was eigentlich Support hätte gewesen sein können, ne? Vor irgendwie ein, zwei Tagen. Auch hier mit dem Widerstand, dass der sich dann halt eben auch nochmal bestätigt, könnte passen. Das Ganze zusammen eben mit dem SMA20, der dann auch von oben kommt, der jetzt natürlich weiter runter wandert, ist halt auch klar. Ne? Aber trotzdem, wenn er also versucht, auch hier diese Glatze, ne, die man halt sieht, mit Glatze ist immer gemeint, so eine Kerze, so einen Stunden. Balken, der eben gar keine Korrektur in sich nach oben aufweist. Das hat hier wirklich ja eine Stunde abgeschlossen, pam, die nächste weiter runter. Ne? Das heißt aber auf der anderen Seite, die Bewegung fing hier oben an. Ne? Also halt auch relativ klar. Und von daher vielleicht noch nicht ganz so einfach. Ich mache das jetzt hier erstmal nur gestrichelt, aber die Bewegung fing hier oben an. Ne? Also mit da. So. Und das heißt, alles ab hier wäre dann halt passenderweise dann auch dann der Widerstand eben halt möglichst oder möglicherweise, okay, lässt sich nicht verändern, doch geht, möglicherweise bis hier oben hin 433. Also der Bereich irgendwie ab der 370 bis 430 wäre halt irgendwie potenziell für meine Begriffe erstmal short zu werten. Ne? Also beziehungsweise nicht short zu werten, sondern dort insgesamt sollte sich der ganze Widerstand abspielen. Ist, glaube ich, nicht so ganz einfach einzugrenzen, wo es dann halt genau
wäre. Aber heißt natürlich eben auch, wenn der SMA 20, das wäre jetzt natürlich wieder mein Ansatz, nichts Neues für die hier schon ein paar Mal dabei gewesen sind, wenn der SMA 20 hier so weiter nach unten drückt und der Kurs dann gleichzeitig versucht, sich nach oben drüber zu drücken, was er wohl machen dürfte, ja, wenn jetzt nicht irgendwie fettes Downgap kommt. Aber generell sieht das hier schon so aus wie, ich bremse hier erstmal, ja, und laufe mal wieder irgendwie zurück, bis wohin auch immer geht. So, das heißt, läuft er halt hier gegen den fallenden SMA 20, dann wird es da oben eng werden und dann wird es auch eine Reaktion geben. Und das ist, hat halt immer eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass die dann halt eben kommt. Ob wir dann hier unten durchkommen, unter das Vortagestief, steht dann auf dem anderen Blatt. Aber denkbar ist es für meine Begriffe. Und dann halt eben runter, auch bis hier unten hin, bis 18.100 etwa. Oder wenn es halt noch heftiger kommt, dann natürlich auch nochmal eine Etage tiefer. Aber so viel will ich hier irgendwie gar nicht immer voraus orakeln, sondern sage nur, das sind so die potenziellen Sachen, die sich halt hier darstellen. Weil wenn der jetzt halt hier scheitert und wenn der dann nochmal runterkommt, gibt es erstmal keinen Grund, warum das Vortagestief da halten sollte und dann dürfte der sich schon ein Stück weit da unten halt reindrücken. Das wäre so der Ansatz, wie ich den DAX jetzt erstmal sehen würde. Und wo die Tageskerze dann endet, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Die kann nochmal hier enden, die kann natürlich auch hier unten enden, das ist aber eigentlich egal. Aber so die Pufferzone finde ich schon, dass wir die halt hier eigentlich haben könnten. Und das heißt auch mal hier so mit bisschen Gegenbewegung dann halt eben... Was, die Jones-Daten waren heute schon, habe ich mit dem Tag vertan. Ich komme gleich nochmal irgendwie auf die News zurück. Also das heißt, so generell so eine Bewegung nach unten dürften wir eigentlich da halt schon bekommen. Und so, dass das halt hier schon mal ausgelotet werden dürfte. Nämlich zumindest mal bis hier runter, bis in dieses Cluster, wie ich da gerade ja auch gezeigt hatte. Also hier dieses eben bis da hier rein, also von der 18.350 bis 18.100 oder meinetwegen auch ein bisschen tiefer, halte ich eigentlich schon für relativ wahrscheinlich. Mal gucken, wie das im Weekly dann aussieht. Im Weekly wäre man dann halt hier nur auf dieser alten Extension, also irgendwie, naja, ne? Also spätestens dort dürfte es dann auch Gegenwehr wiederum geben und weiter sollte man dann nicht denken. Wenn er das überhaupt macht, ne? Ich meine, das sind immerhin nochmal 300 Punkte runter, ist jetzt auch nicht gerade ein Pappenstiel, also nicht für den DAX zumindest. So, da gehe ich mal kurz auf den Einwand hier ein. Dafür machen wir das hier zusammen, weil wenn ich nämlich was verchecke, dürft ihr mir das sagen, dass ich was vercheckt habe und dann gucke ich das. Genau. Ich habe mich mal hier kurz im Tag vertan bei den News. Natürlich auch klasse, ne? Ne, doch, wir haben Verbraucherpreisindex. Moment mal, hä? Hatte ich das nicht gerade? Also Verbraucherpreisindex habe ich doch irgendwie gerade genannt und dann meine ich das nur. Ah ne, das war, wir haben die für den Euroraum heute 11 Uhr. Sorry, mein Fehler. Also 11 Uhr Verbraucherpreis. Euroraum, also Inflationsdaten, das heißt, da könnte dann natürlich schon so ein bisschen Bewegung reinkommen, auch wenn es nur die Eurozone ist, aber why not, ne? 14.15 Uhr haben wir ADPs quasi als Vorläufer zu den NFPs, auch oft mit Bewegung gepaart, aber meistens eigentlich in den Währungspaaren zu finden. Einkaufsmanager-Index und so weiter, gut, ist glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig wichtig und dann halt Rohöl auch nicht so arg, jetzt zumindest halt für den Dow und den DAX halt eben nicht. Gut, also nochmal 11 Uhr Verbraucherpreisindex Euroraum und 14.15 Uhr ADPs. Das sind glaube ich die beiden, wo man halt irgendwie drauf gucken darf und wo man dann halt irgendwie auch ein bisschen Beschleunigung im Markt erwarten darf. Also danke Thomas für den Hinweis und ist immer gut, wenn ihr da ein bisschen aufpasst, was ich da halt eben da von mir gebe. Gut, also ne, hier maximal darunter, darauf 300 Punkte schlimmstenfalls und mehr glaube ich nicht, wenn überhaupt. Also nicht so einfach, ich glaube, es ist nicht so falsch, wenn man sich da im H1 orientiert an dem, was ich da gerade irgendwie gezeigt habe. Trotzdem natürlich wie immer bitte abgleichen mit eigenen Ideen und nicht einfach nur nachmachen. Oder zumindest sollte man es verstehen, dann darf man es natürlich auch nachmachen. Aber trotzdem halte ich nicht den Kopf dafür hin. Gut. Dow. Also hier gilt glaube ich unverändert das, was ich da am Vortag eben gezeigt habe im Live-Trading, nämlich kommen wir hier runter auf die 931 oder 887 dürfte es eigentlich eine Gegenreaktion geben und auf der anderen Seite wäre die nächste schon zu erwarten hier oben bei der, ziehe ich einfach mal den Pfeil hier rüber, damit man es morgen auch noch sieht, hier bei der 277 oder knapp darüber, die auch hier jetzt schon in den SMA 20 da reinläuft. Passt also erstmal sehr gut dazu, weil ganz simpel, ne? Also da haben wir halt den Trend gebrochen. Also hier war noch Long, ich habe die mal hier eingefärbt, da kommt der Markt runter und das ist eben der Punkt, wo es halt gebrochen ist. Ne? Ich
muss hier mal irgendwie aufräumen, mal ein paar Pfeile loswerden, es wird langsam ein bisschen viel, wo er hier halt gebrochen ist, und das passt halt hier auch extrem gut mit zusammen. Darf natürlich auch so ein bisschen übertreiben, also bis hier rein eben halt auch wäre schon noch denkbar, dass er das dann eben macht und dass es dort dann halt irgendwo eine Reaktion gibt. Hier oben das würde ich noch nicht mal irgendwie weglöschen, ne? Also diesen Rücklauf bis da oben an die 39.700. Ich lasse das mal da drin stehen. Ne? Ich traue dem Braten noch nicht, dass der so einfach hier unten runterfällt und sich da nicht mehr wehren will. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. So, deswegen bleiben die auch mal da oben drin. Aber hier diese Bewegungen oder hier diese Gegenbewegung an der Stelle, entweder 277 schlimmstenfalls da oben, weil wir hier dann auch wieder eine Wirkungsumkehr hätten in dem Segment. Das ist, glaube ich, erstmal zu erwarten, dass das nicht einfach wieder gekauft wird. Es kann es natürlich trotzdem sein, dass er halt hier so ein bisschen hin und her läuft, ne? Und dann halt eben doch da oben rausgeht. Da muss man dann gucken, da würde ich dann hier oben nochmal ansetzen. Aber auch hier, ne, erhebe ich keinen Anspruch darauf, voraussehen zu können, wie der Markt denn dann halt am Tagesende da stehen wird. Das halte ich halt immer für ein bisschen grenzwertig. Was man hier natürlich, erstmal schön sieht, ist, SMA 20, ne, hat schön abgefedert, also wie es im Live-Trading ja auch beschrieben und vermutet wurde, und drückt jetzt hier halt auch dennoch hier das Framing nach Rot. Ne? Also das heißt auch hier die ersten Anzeichen für eine Umkehr. Was hier natürlich halt ganz klar dagegen spricht, dass das ja so ohne weiteres geht, ist halt eben dieser Bereich. Ne? Weil wir haben halt hier ganz klar jetzt einfach auch die Wirkungsumkehr da wieder, ne? Also das war schon recht lange, diese Range, die er halt hier beackert hat, und kaum hat er sie verlassen, ne? Soll er jetzt wieder da rein? Das finden natürlich irgendwie halt einige Marktteilnehmer nicht gut, also natürlich vor allem die, allen Dingen die, die das Ding hier irgendwie nach oben aufgelöst haben, endlich mal. Und jetzt da halt aber hinzufallen, ist, glaube ich, auch generell nicht gut. Heißt aber auf der anderen Seite, wenn wir da drin landen, ne, dann stehen wir auch relativ schnell, glaube ich, da unten. Also jetzt auch nicht heute, ne? Nochmal, darum geht es jetzt hier nicht, ne? Aber halt so generell jetzt für die weitere Richtung wäre das schon denkbar. Und das heißt auch hier, da das Framing jetzt gedreht wird, könnte es schon sein, dass der eben darauf läuft, auch in etwa bis an den Bruch, bis an die 360 und dann von dort runterkommt. Und da sind wir wieder hier im H1, 360, etwa der Bereich, gucken wir uns an, ne? Und da sind wir nämlich dann halt hier da irgendwo so dazwischen, zwischen den zwei beiden Punkten, ne? So, das heißt, ist jetzt natürlich schon so ein bisschen ungenau, das ist mir schon klar, da bin ich auch nie so wirklich ein Freund davon, ich habe es ja immer ganz eigentlich gerne recht genau, aber wir laufen halt hier irgendwie so einen Bereich rein, der halt irgendwie schon, weil wir jetzt auf dieser Range aufsetzen, so ein bisschen kaputt irgendwie gehandelt wurde, also wo halt einfach oft viel zu lange der Markt hin und her getorkelt ist, und von daher finde ich es extrem schwer, hier was Vernünftiges irgendwo zu finden, was dann halt ein bisschen genauer greifbar ist, deswegen sorry an der Stelle. Aber ist nicht wirklich einfach. Aber hier halt generell bleibe ich aber dabei, Widerstandszone eben ab dem Bereich, ne? Das sollte irgendwie schon Sinn machen. Also ab der 277 bis 400 kann man ja eventuell dann eben auch skalieren oder halt zum Beispiel auch mit einer strategischen Order dagegen halten, die auch immer dann wieder Gegenbewegung nach unten auflöst. Heißt aber auch auf der anderen Seite, wenn sich das hier hält, ne? Und darf man das natürlich dann auch logischerweise long raufhandeln, ja? Also wenn jetzt auch nochmal hier, wenn jetzt kein nennenswertes Gap kommt nach unten und dann hier in dem Segment, also 140 bis rauf, klar, why not, ne? Spricht überhaupt nichts dagegen. Da brauchen wir dann auch nur zu gucken, okay, wo steht der SMA 20 genau? Und das dürfte dann etwa hier sein, also rund 39.140. Und dann darf der natürlich von dort dann halt eben auch erstmal rauflaufen, weil klar, um von da oben runterzukommen, muss er halt erstmal rauf. So blöd es klingt, aber genauso ist es im Endeffekt. Ne? Also das heißt, dass wir erstmal diese Bewegung dann halt kriegen. Also das würde ich schon vermuten, dass halt so, dass dieser interessante Bereich jetzt für heute erstmal sein wird. So, ob der dann da unten durchfällt, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber sieht man ja dann, wenn man hier oben es schafft, irgendwie da reinzukommen, der Markt bewegt sich nach unten und man will unbedingt drauf bauen, kann man das Risiko verkleinern und sich dann einfach angucken, ob wir bis darunter kommen oder halt eben nicht. Dann zum Gold. Also da kann ich natürlich gar nicht viel sagen. Ne? Drückt nach oben, läuft nach oben, freut mich, kann weiterlaufen. So, und da gibt es jetzt natürlich hier auch erstmal kein Entry mehr. Und außer, ne, ich muss es dann schon wieder wiederholen, außer den, den ich am Wochenende genannt habe, mit der falschen Kursstellung eben halt hier, ne, über der grünen Linie.
Okay, ne? Mehr gibt es da jetzt erstmal nicht. Einfach machen lassen. Also wer da noch drin ist, ich weiß es ja immer nicht. Ne? Ich kriege das ja immer nur so, irgendwie Gold habe ich das Gefühl, das macht irgendwie keiner. Wobei ich das halt total schade finde, weil sich das jetzt ja schon irgendwie seit einiger Zeit echt so gut handeln lässt und wir da auch so saubere Bewegungen halt, also was heißt sauber, so klare Bewegungen, nennen wir es mal so, deutliche Bewegungen haben, so dass man echt einfach die Füße hochlegen kann und da halt irgendwie Popcorn kaufen und sich freuen, wenn es steigt. Und deswegen finde ich das echt schade, wenn da halt irgendwie nur wenige dabei sind. Aber klar, hier ist jetzt erstmal nicht zu erwarten, dass der Markt da großartig jetzt nach unten reagiert, sondern einfach machen lassen. Ne? Klar, wenn man jetzt natürlich irgendwo von da unten dabei ist, also hier, wo dieser Entry nochmal war, ja gut, also bei der 2000, da halt etwa um den Dreh, bevor es hier rausging. Klar, ist natürlich, da hat man jetzt natürlich gut reden, ne? Liegt irgendwie 250 Dollar pro Fein und so vor. Ne? Das ist halt schon eine Nummer. Ne? Also gerade bei Gold, was ja irgendwie jahrelang nur auf der Seite irgendwie getreten ist, ist das halt hier echt heftig. Ne? Und deswegen ist das schon irgendwie, glaube ich, dann auch lohnenswert. Deswegen habe ich es ja auch hier aufgenommen, ne? Weil das war ja auch mein Plan im Gold, dass wir da eben endlich mal einen vernünftigen Ausbruch kriegen. Und wenn man sich das mal so im großen Bild anschaut, ne? Da ist eigentlich echt viel Luft nach oben und irgendwie nicht so wirklich Grund, warum das jetzt nach unten nochmal halt irgendwie kippen sollte. So, und da kommen wir jetzt zu meinem Schmerzkandidaten für heute, dem Bitcoin. Also, was mir gar nicht gefällt, ist natürlich, das meinte ich ja schon, dass wir hier nochmal irgendwie versuchen, einen Dip zu machen. So, ne, weil der, ja, okay, ne, zeitlich war der zwar, ne, hier nur, das war ja hier nur eingezeichnet, wo ich ja meinte, den brauchen wir, der macht Sinn und dann soll der nach oben ziehen. Das hat er dann ja auch am Montag gemacht und soll nach oben ziehen, zog aber nicht nach oben. Und da meinte ich ja dann eben zum Dienstag hin, das nochmal irgendwie, nein, ne? Also, weil das ist immer so diese doppelten Dips, das sind keine Dips mehr. Ne? Das hatten wir schon mal eine Etage höher vor irgendwie ein paar Wochen und das war auch nicht gut und ist dann halt auch nicht gut ausgegangen, sondern ist 10.000 Punkte gefallen. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt hier nicht nochmal wieder, weil ich hatte ja eben auch beschrieben, dass ich eine Limit habe bei der 67.000, um meine Position zu vervollständigen. Jetzt ist die vervollständigt und jetzt kommt der Kollege nicht mehr aus dem Quark. Bereitet mir natürlich erstmal Bauchschmerzen. Und würde ich auch nicht bedingungslos aushalten. Und nicht bedingungslos aushalten heißt, also eigentlich sind wir hier schon in einem Level, zu dem ich ja auch schon meinte, warum gehen denn hier meine komischen Pfeile eigentlich nicht mehr weg? Was ist das für ein Mist hier? Ja, da so, ne? Malen darf man, aber irgendwie wegmachen ist nicht mehr, ne? Schon ein bisschen doof. So, die da. Ja, der geht weg, der alte hier will nicht weg. So, wo ich ja meinte, hier, dieses Level brauche ich nicht nochmal. Ja, das ist nicht gut. Der muss das Gap hier nicht irgendwie unbedingt da reinlaufen. Das kann halt einfach in die Hose gehen, ne? Und die Befürchtung habe ich hier so ein bisschen, dass das nicht gut ausgeht. Auch wenn er sich hier unten irgendwie sichtlich schwer tut, da halt weiter zu fallen und hier einiges an Gegenwert da ist, aber allein, dass der die 68.000 da oben hinter sich gelassen hat, ist gar nicht gut. Ne? Weil oft ist es eben so, ich meine, Wirkungsumkehr, wie wir sie halt hier hatten, ne? Also war Widerstand ist gekauft, dann kommt hier, ne? Also ihr wisst hoffentlich, wovon ich rede, hier war der Widerstand. Widerstand, ne? Widerstand ist natürlich hier in grün die falsche Farbe. Dann wird die Kiste hier gekauft, ne, eben oben da fett durch. Und dann fehlt halt eben dieser Rücksetzer. Den hatten wir dann aber hier an der Stelle, den Rücksetzer. Und der hätte gereicht. Der hätte den Markt am liebsten nach oben befördern müssen, irgendwo ganz da oben raus, damit das Ding eben weg ist. Also hier diese Verkäufer weg sind. Jetzt ist das Ding aber hier wieder aktiviert worden. Ne? Das heißt, also hier wurde dann einfach nochmal der Verkauf in Angriff genommen. Und das heißt, das hier ist eigentlich dann halt eine Wirkungsumkehr, die es nicht weit gebracht hat. Dass die funktioniert oder funktioniert hat für irgendwie 2000 Punkte, das ist alles gut und schön. Ne? Bestätigt zumindest den Handelsansatz von der Wirkungsumkehr, dass der halt selten falsch ist. So, aber dass wir jetzt hier durchfallen, wenn es jetzt hier nur der H1 ist, nicht gut, gar nicht gut. Ne? Weil bis wohin die reicht, also die Bewegung oder die Verkäufer, hat man ja gesehen, nämlich eben von 68.000 bis runter auf 61.000. Ne? Das habe ich natürlich dann so gar nicht irgendwie auf dem Schirm. Oder was heißt nicht auf dem Schirm? Ich muss es insofern auf dem Schirm haben, dass ich weiß, was ich tue, wenn der Markt sich jetzt irgendwie hier nicht fängt. Ne? Und bedeutet eben auch ganz klar,
wenn der jetzt irgendwie nicht, es nicht schafft, jetzt sich hier schleunigst nochmal da oben hinzubewegen auf die 68.000 und das Ding auch nochmal zu kaufen, dann wird das nicht funktionieren. Und das würde für mich auch bedeuten, ich muss hier unten drunter irgendwo die Reißleine dann ziehen. Wieder einmal, aber okay, gehört dazu, ne? Aber nach dem Motto, hin und her macht Taschen voll, auch schon mal, wenn man es richtig anstellt zumindest. Und weil das macht für mich einfach keinen Sinn, ne? Auch dieses Low ist eigentlich für meine Begriffe egal, ja? Also was ja dann hier in dem Segment dann ja nochmal zu suchen wäre bei der 62.000, ich halte es für zu tief. Ich halte es einfach für zu tief. Und ich glaube nicht, dass das halt irgendwie, dass da unten noch irgendwas bremsen wird, wenn das Gap da erstmal zu ist. Vielleicht, okay, wird er hier nochmal irgendwie kurz reagieren, bei dem Bereich 63.000 und dann halt hier nochmal irgendwie in die Richtung zucken. Ich weiß es natürlich nicht, kann mir aber schwer vorstellen, dass das hier reicht, um den Markt ganz nach oben zu befördern, dass das Gap hier dann verteidigt wird. Da habe ich so meine Zweifel dran. Das heißt für mich, sobald wir unter das Vortagestief hier gehen, jetzt macht das nicht gerade, während ich hier live bin, dann kann ich nämlich nicht auf den Knopf drücken. Sobald wir unter das Vortagestief gehen, fange ich an, Positionen aufzulösen. Und weil es ist mir sowas von nicht geheuer, die Nummer hier. Und da will ich nicht der Letzte sein, der es mitbekommen hat, dass der Bitcoin doch ein bisschen stärker korrigiert. Happy Sunrise meint, will er nicht einfach nur die Stops einsammeln? Ich glaube, die 100.000 stehen kurz bevor. Das kann natürlich sein, ne? Und ich sag mal so, ich könnte natürlich auch irgendwie mich hinstellen, also ich versuche ja immer rauszufinden auch so, wer ist wo irgendwie reingegangen oder wenn ich jetzt zum Beispiel meine erste Position bei der 67.000 aufgemacht hätte, ja, dann ist es, da gibt es gar nichts zu diskutieren, dann muss man hier unten drunter raus, dann bringt es nichts. Wenn aber jetzt jemand irgendwie drin ist seit, was weiß ich, 40.000, ja, und jetzt bei der 67.000 mit 25% nachgelegt hat, da sage ich, ey, ne, zieh den Stecker von der Kiste und einfach irgendwas anderes machen und gucken oder abwarten, bis der Markt sich wieder beruhigt hat. Ja? Auch egal. Ne? Deswegen ist das ja immer so eine Frage der Sichtweise. Ich für meinen Teil, ich habe ja letztens noch gemeint, ich meine, man hat es ja hier auch gesehen, ich habe bei 27.000 angefangen und wäre normalerweise, hätte der Coin auf Null fallen können und es wäre egal gewesen, also nicht egal, ne? Aber dann wäre ich immer noch mit einem Plus rausgegangen oder zumindest nicht mit einem Minus. Da ich aber jetzt eben aber auch meine Position wiederum vergrößert habe, und zwar mittlerweile halt aufs Doppelte von dem halt, wo ich angefangen habe, geht das natürlich auch nicht mehr. Ne? Das heißt, ist meine Position oder nicht meine Order im Sinne von Position, sondern meine Position, wie ich dem Markt hier gegenüberstehe, ist natürlich dann halt schon sehr ähnlich zu dem, der jetzt dann halt hier eben auf relativ hohem Niveau erst gekauft hat. Ne? Und deswegen, ich würde das jetzt nicht irgendwie, also ich mit meiner Positionierung, ich gucke mir das nicht an, ob der noch irgendwie bis 30.000 fällt oder so. Da habe ich keine Lust drauf. Und deswegen bin ich immer eher ein Freund davon zu sagen, okay, dann gehe ich halt hier raus. Ja? Zum Beispiel dann halt irgendwie mit einem Teil, mit einem Viertel von dem Ganzen, ja, und kassiere dann halt eben mal 3.000 Punkte minus, ja, aber damit fühle ich persönlich mich wirklich wohler, als dass ich das halt hier einfach aushalte, weil das ist, es ist zwar kein, also Bitcoin ist ja kein Trading für mich, das ist ja eher Investment, trotzdem versuche ich mich natürlich am Punkten da halt irgendwo einzukaufen, also verteilt einzukaufen, um eben halt positioniert zu sein, voll positioniert zu sein, wenn der eigentliche Run auf das, was du ja auch gerade gemeint hast, Happy Sunrise, die 100.000 dann halt eben losgeht. Da will ich nicht der Letzte sein. Ich will nicht anfangen, ganz oben zu kaufen. Und ich bin dann eher bereit, unten drunter hier und da mal zu sagen, okay, hier sind 2.000 weg, da sind 3.000 weg, alles gut und schön. Aber ich will nicht zugucken, wie 10, 15, 20.000 Punkte gegen mich laufen. Ne? Von daher, aber das ist natürlich auch Geschmackssache, aber ich finde, wie gesagt, das hängt von der Positionsgröße ab und von da, wo man reingegangen ist. Ich finde, das ist eigentlich besser. Und das hat auch nichts irgendwie mit Paper Hands oder irgendwas zu tun, ne? Was ja halt irgendwie so das Schimpfwort für jene ist, die nervös werden. Finde ich halt Quatsch. Ne? Ich finde das ganze Gehottel, finde ich halt irgendwie grenzwertig, ehrlich gesagt. Ne? Und das ist so, ja, wir hatten es schon mal, ne? Den Vergleich mit den Zeugen Jehovas. Du musst daran glauben. Ja? So, nein, ja. Also es kann immer alles ganz anders kommen und spätestens dann, wenn man irgendwie nicht seit vorgestern erst bei der Börse dabei ist, weiß man das auch. Ne? Und man, das ist halt eben, gut, bei Bitcoin ist es jetzt irgendwie ein paar Jahre gut gegangen, aber
Wer sagt denn, dass das so bleibt? So, ich mache jetzt hier mal den Daily auf, ne, um das halt eben auch mal zu zeigen. Jetzt haben wir natürlich, ne, schon auch hier und dann die Gefahr, das ist eben genau das Bild, was letzte Woche beschrieben wurde, wo ich gesagt habe, warte mal, ne, nicht zu früh irgendwie da halt eine Flagge sehen wollen, wenn da halt einfach noch keine ist. Ne? So, die ist auch jetzt hier so ein bisschen schwieriger einzuzeichnen, weil er da oben so ein paar runde Hochs da halt gemacht hat. Ne? Aber selbst wenn man das jetzt einfach nur so weiterzieht, ne, geht dann halt mal hier runter, zumal wir jetzt auch zeitlich schon ein bisschen anders aussehen, dann sieht man halt eben auch, und davon rede ich eben, ne, was ist, wenn das Ding hier nicht hält, wenn dieses Gap nicht hält, was ist, wenn der da unten irgendwie rausrutscht, wo stehen wir denn dann? Ne? Und wenn wir dann einfach nur mal von so einer Flagge ausgehen, dann stehen wir aber recht schnell eben bei 52.000. Da reicht auch nicht hier irgendwie so ein kleiner Spike irgendwie da drunter. Und dann werden wieder einige irgendwie halt ganz schön anfangen, im Kreis zu kotzen und den Bitcoin zu verschimpfen. Und dann wieder halt, werden wieder viele Wunden geleckt. Ne? Und da will ich nicht dabei sein. Deswegen sage ich lieber hier oben in dem Segment, solange der scheinbar noch ein Interesse hat, da unten diese Bären nochmal irgendwie diese Käufer nochmal irgendwie anzutesten. Warum soll ich das denn aushalten? Ne? Also der Markt wird ja auch jetzt nicht, wenn ich auflöse, komplett nach oben drehen und völlig eskalieren und die 100.000 anlaufen. Und selbst wenn es so wäre, ja, da könnte ich immer noch sagen, ja gut, dann habe ich halt irgendwie einen Teil von der Position weniger drin, bin aber trotzdem mehr dabei. Ich sage ja nicht davon, dass ich hier alles auflöse. Ich sage nur, ich will mein Risiko im Griff haben. Also bei Invest ticke ich da auch ein bisschen anders als beim Trading. Beim Invest finde ich halt immer, ist so, Kapitalerhalt, ne, steht ganz, 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 ganz oben, ja. Und sonst gar nichts. Und deswegen gehe ich damit auch ein bisschen anders dann halt eben oben. Ne? Und beim Trading kann das schon mal anders sein, zumal man im Trading ja auch nicht irgendwie sein ganzes Kapital da riskiert. Ne? Aber beim Investment, da reden wir dann schon natürlich über auch, also normalerweise über andere prozentuale Werte bezogen auf den Gesamtdepotwert und alles, was man da halt eben handeln möchte. Gut, jetzt ist es dann doch schon wieder eine halbe Stunde geworden, aber okay, drunter wird dann auch schwierig, aber kann ich auch noch versuchen, irgendwie das mal noch in Zukunft ein bisschen weiter zu raffen. Dennoch, danke euch für euren Input an der Stelle und freue mich, dass ihr da gewesen seid, auch an den Andreas, der hier zwischendurch mal geschrieben hat. TK fragt dann auch noch, warum darf ich so lange wach sein? Ja genau, guck mal hier, dann kann er theoretisch bis 53.000 machen. Siehste, ne? Also, ganz falsch oder so ganz allein bin ich damit dann scheinbar auch nicht. Alright, so, dann wünsche ich euch natürlich viel Erfolg heute am Mittwoch beim Handeln. Vergesst nicht, das Video zu liken, bitte. Und wer noch keinen StereoTrader hat, na, der findet in den Videos immer Links zu Brokern, die den StereoTrader eben kostenlos anbieten. Freue ich mich natürlich, wenn ihr das macht. Und ansonsten kriegt man den natürlich dann halt eben auch direkt ebenfalls über die Links da unten. Und das ist natürlich dann halt eine nette Kiste, wenn wir hier halt auch, oder wenn sich hier der eine oder andere findet, der eben Bock hat, mit dem StereoTrader eben auch zu handeln. Gut, das war's von meiner Seite. An die Live-Zuschauer, an die Live-Zuschauer einen schönen Restabend und euch allen natürlich ein erfolgreiches Trading am Mittwoch. Ich sag bis dann, freue mich aufs nächste Mal. Ciao.